Hallo und herzlich willkommen, Leute, hier zu meinem Tiger-Mock-Review. Das ist wirklich ein geiles Teil und dazu jetzt gleich auch schon mehr Informationen. Erstmal vorab, das ist nicht mein eigenes Mock. Das ist wieder eins von MK Toys von AliExpress. Keine Ahnung, wer das designt hat. Aber ich hoffe, der Mocker hat Anteil bekommen und es wurde nicht geklaut. Das fände ich schön, aber der war auch nicht allzu billig. Also könnte ich mir vorstellen, dass da auch irgendeine Anteilnahme bzw. Kooperation stattgefunden hat. Ja, erstmal ein paar Infos zum Tiger 1, den wir hier sehen. Das ist nämlich der Panzerkampfwagen 6 Ausführung E Tiger 1. Also ein ganz, ganz cooles, tolles, frühes Modell aus dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar nämlich zwischen 1942 und 1944 wurde der gebaut. An der Stückzahl, da belaufen sich die Stückzahlen auf 1347. Also gar nicht so viel, wenn man es mal so nimmt. Panzer 4 gab es ungefähr 8000 Mal, also verhältnismäßig, ne? Und vor allem Shermans gab es ungefähr 50.000. Also dann ist klar, warum irgendwann die Anzahl gesiegt hat gegen den Vorsprung der Technik. Das war ja eigentlich das Problem, sage ich mal. So, jedenfalls ist er dann natürlich, klar, bis zum Ende des Kriegs benutzt worden, bis 1945 natürlich, nicht nur bis 1944. Wobei ab 1944 ja dann der Tiger II erschienen ist und der dann nur noch produziert wurde, weshalb der Produktionsstopp 1944 war vom Tiger I. Genau, ist natürlich der Henschel-Tiger. Es gibt ja auch einen Porsche-Design-Tiger, aber der wurde ja nicht genommen. Also ist das hier natürlich von Henschel. Und der ist auch wirklich ungefähr 54 Tonnen schwer, 60 Tonnen schwer. Wirklich, wirklich kein leichter Panzer. Und ist natürlich auch mit der Super 8,8 cm KWK 36 ausgestattet, was ja wirklich, wirklich ein massives Gerät ist. Also Durchschlagskraft hoch 10, wirklich, wirklich eine extrem starke Panzerkanone. Genau, und dann befindet sich im Tiger 1 auch der Maybach HL230 P45 V12 Motor mit 700 PS. Ja, das bringt aber natürlich nicht allzu viel, weshalb der Tiger eigentlich auch nicht stark genug motorisiert war, weil der Maximalspeed ist dann eigentlich auch bei 45 km/h gewesen, was jetzt nicht so viel ist. Und das nur auf Straßen. Weil alles, was so über Stock und Stein läuft, schafft er auch nicht mehr als 20, 25 km/h. Also leicht untermotorisiert für die Kraft, die er hat und das Gewicht, das er hat. Naja, kommen wir mal von diesen ganzen Specs zum tatsächlichen Mock. Also, und zwar gibt es ja wieder diese faszinierende Anleitung, wie wir schon beim SDKFZ hatten. Die ist nämlich wieder nur einfach aus Papier gedruckt. Also, und die Qualität des Drucks ist auch nicht gut. Also man sieht hier, dass es sogar verpixelt ist auf dem Bild. Aber ist auch egal, weil die Anleitung, die ist wiederum scharf und ist auch komplett einleuchtend und selbsterklärend und verständlich und gab eigentlich tatsächlich keine Probleme. Also schöner, einfacher Aufbau. Was ich schön fand, war, dass wir auch hier ein Innenleben haben, was wir jetzt am Ende gar nicht mehr so richtig sehen können. Und zwar wie hier, dieses nette kleine Detail, dass wir hier vorne wirklich einen Fahrersitz haben mit Lenkrad und Schalter und Knöpfen. Hinten ist wirklich ein Motor drin. Ist hier irgendwie eher ein V6er, würde ich sagen, aber egal. Es soll ja nur angedeutet sein für den Maßstab. Und hier sind sogar Patronen gelagert in den Seiten. Die sind auch einfach nur verkleidet, die wird man nie wieder sehen. Aber ich mag dieses tolle Detail, dass da drinnen so wirklich Munition gelagert wird. Das finde ich sehr cool. Ja, so viel zur Anleitung. Also
nichts Krasses. Wieder nur Papiere ausgedruckt und zusammengeheftet mit Tackern und egal. Es geht wieder ums Mock und das ist auch viel interessanter. Es ist wirklich ein geiles Mock, weil schaut euch das mal an. Ich würde sagen, das ist ja sowas von ein Tiger 1. Der sieht wirklich, wirklich geil aus. Also, der Shape ist perfekt, kann ich nur sagen. Schaut euch das an, selbst hier, die Silhouette des Panzers, die ist genial. Also, alles an alles gedacht, der Turm ist groß genug, das Rohr ist lang genug, hinten ist ein bisschen Platz noch übrig für den Motor und die Auspuffanlage. Wir haben das Schachtellaufwerk, wir haben alle Laufrollen da, es fehlt nichts. Wir haben sogar diese leicht schräg, genau hier dieses leicht schräg angesetzte Teil der Track Skirts. Ich weiß gerade nicht, wie nennt man das? Ja, im Prinzip sind es ja Schutzbleche und noch ein leichter Teil der Panzerung. Ja, wir haben sogar die schönen Lampen hier drauf. Wir haben das MG hier vorne, klein angedeutet. Hier müsste ja eigentlich ein MG 34 auch drin gewesen sein. Das soll das dann wahrscheinlich angedeutet sein. Das ist ja das, was eigentlich auch in so einer Kugelform ist und so in alle Richtungen eigentlich schießen kann. Hier ist der Fahrerausblick, also hier ist die Sichtluke, würde ich mal sagen. Dann, wenn man mal von hier schaut, sind da nur angedeutet diese Luken, das sind keine echten Luken, aber wenn ich diese abmache, diese Teile, dann kann man da tatsächlich ein bisschen reingucken. Also eine Noppe kann man reinschauen und man könnte dann trotzdem jemanden so halb da drauf setzen. Das würde schon gehen. Ja, nettes Detail, was ich auch sehr mag, einfach hier Ersatzketten vorne angebracht, auch sehr schön. Rumpf ist sehr clear hier, also das finde ich sehr cool von unten, dass der sehr geschlossen ist. Finde ich super, sieht schön aus. Ja, ein bisschen Dekoration haben wir hier, da hängt ein Hammer dran, hier auch nochmal einer, kann man auch was anderes dranhängen, ist ja egal. Von hinten sehen wir das Typische für einen Tiger, die Auspuffrohre hier. Finde ich, sind sehr schön. Nicht ganz ineinander greifen, wie ich es mir gewünscht hätte, dass es so eine Einheit ist. Es sieht eher ein bisschen getrennt aus. Aber ja, hätte auch schräg sein können, dann wäre es noch authentischer. Aber ist egal. Das gefällt mir trotzdem. Ich finde das sehr schön für den Maßstab auf jeden Fall. Dann sehen wir hier so das Motorabteil. Da sehen wir hier diese Kühllüftungsgitter, was auch immer. Und hier ist tatsächlich die Klappe zum Motor. Die ist relativ schwierig zu öffnen. Also ich kriege das mit den Fingern, glaube ich, jetzt fast mal gar nicht hin. Ja, nee. Das liegt an diesen Goldbarren, an diesen Teilen da. Ich komme da einfach nicht dran. Ich kriege das nicht auf. Da müsste ich mir jetzt tatsächlich irgendwie eine Nadel, eine Pinzette, irgendwie sowas schnappen. Und das mache ich natürlich auch, weil ich will euch das ja nicht vorenthalten, wie das so aussieht. Ich muss da einmal so drunter. Ja, und jetzt kann man das öffnen. Also, kann ich die beiden hier auf Seite machen und dann haben wir auch wirklich den Blick in unseren Motor. Weshalb der auch nur so angedeutet wurde, nehme ich an. Wenn man sieht, da nur Zylinder, 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 aber nicht, wo es aufhört. Ich meine, gut, es ist jetzt weiß, kann man sich drüber streiten, aber naja. Ich finde es trotzdem cool, dass man da überhaupt reinschauen kann. In diesen zwei Luken. Und hier, das meine ich, die keilen sich so ineinander, wenn ich die jetzt reindrücke. Zack, und dann kriegt man die quasi nicht mehr raus, nur mit einer Pinzette. Ja, aber ist auch egal, denn mir gefällt er so, wie er ist trotzdem. Was haben wir noch für schöne Details? Naja, wenn man sich mal von oben den Panzer anschaut, wird mir, denke ich, auch jeder zustimmen, dass das ein Tiger 1 ist, weil es sieht einfach verdammt gut aus. Der ganze Shape, also vielleicht eher so, dann seht ihr mal mehr,
Das sieht wirklich gut aus. Einfach ein tolles Mock, kann ich nichts anderes zu sagen. So. Wir können funktional den Turm hier drehen. Also ich zeige euch jetzt mal kurz die Funktionen. Das sind nicht so viele, aber ein paar sind's. Der Turm lässt sich super schön drehen. Also wirklich schön smooth. Das ist richtig nice. Jetzt habe ich gerade, upsala, hier ein Trackskirt abgerissen. Da seht ihr aber auch mal, wie das gebaut ist. Das ist einfach nur hier so dran gesteckt mit diesen Dingern, damit hier so eine leichte Schräge entsteht, weil es ist leicht um eine Noppe versetzt oder so. Jetzt muss ich das da kurz wieder reinfriemeln. Einmal hier und einmal hier. Genau, ganz schnell wieder dran. Alles cool. Daher entsteht halt diese Schräge, weil irgendwie hier ist eine Noppe höher, dann noch so ein Ding und dann entsteht die Schräge. Das ist gut gelöst, finde ich gut. Ist nice. Muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber das schafft man schon. Ja. Gut, die Lücke da ist ein bisschen schade. Die hätte ich mir vielleicht weggewünscht, aber die kriege ich auch nicht weg, leider. So, ich war eigentlich gerade bei den Funktionen. Und zwar, der Turm lässt sich super smooth drehen. Das ist richtig schön. Also den kann man auch so millimeterweise problemlos drehen, ohne dass hier irgendwas hängen bleibt oder auseinanderfliegt. Das ist sehr, sehr schön. Ja, dann haben wir eine Luke hier oben. So, das ist, nehme ich an, die Luke des Ladeschützen. Weil hier würde jetzt eigentlich die Kanone dann geladen werden und der kann hier das Bord-MG benutzen, also das, wo man wirklich hinter sitzen muss. Anders als bei einem normalen koaxial montierten. Ich glaube nämlich, dass hier soll beweglich sein. Das ist, glaube ich, kein koaxial montiertes in dieser Darstellung. Ja, das hier ist ein manuell bedientes. Genau, das ist diese Luke. Dann wäre hier rechts eigentlich die Luke des Kommandanten, die jetzt hier aber keine Luke ist. Das ist nur so ein draufgesetztes Stück, weil das ja auch dieser Turm ist, wo man in alle Richtungen rausgucken kann durch so kleine Ritzen. Das soll das, glaube ich, darstellen, diesen Rundumblick, den man hier hat. Ja, aber eigentlich gibt es da auch eine Luke in diesem großen Türmchen, wo hier der Kommandant hätte rauskommen können. Ja, ist aber trotzdem schön dargestellt, kann man nichts sagen. Ja, gut, das MG hier vorne kann man bewegen, wenn man möchte. Also hier nach links und rechts drehen. Und die Luke lässt sich öffnen, haben wir ja schon, habe ich euch gezeigt. Dann kann man das Rohr nur so bedingt hoch und runter bewegen. Also ist es ganz minimal. So. Ja, und die Ketten haben wir natürlich. Wir haben das Laufwerk. So, ein bisschen lockern hier. Dann sieht man auch, was hier los ist. Also die Ketten sind ein bisschen katastrophal, muss ich sagen. Die lösen sich sehr leicht. Also die Qualität der Ketten ist ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Oh, ja. Danke. Jetzt ist es nämlich schon wieder passiert, was ich gar nicht mag. Und zwar, dass die Ketten sich so einfach lösen. Die sind, finde ich, die Ketten an sich sind von der Verarbeitung einfach schlecht. Also die fühlen sich auch so an wie ganz, ganz dünnes Plastik. Das ist etwas, was man echt nicht gerne zusammenbaut beim Bauen. Jetzt muss ich erstmal versuchen, das hier wieder in Gang zu kriegen. Das ist manchmal echt eine Challenge. So. Und jetzt sind die wieder halb zusammen und dann gibt es wieder Ecken, wo die sich lösen. Also die Ketten sind eine Nummer für sich. Wenn es dann einmal läuft, dann ist es schön. Dann dreht sich hier auch einiges mit tatsächlich. Also man sieht, trotz leichtem Drehen drehen sich hier hinter oder hier vorne auch wirklich die Laufrollen dann auch mal mit. Bis dann hier wieder sich alles auflöst, ne? Und die Kette wieder
weg ist. Also, ich weiß nicht, die Ketten, die werde ich vielleicht sogar noch austauschen, weil die sind echt Katastrophe. Also, ich meine, gut, man lässt ihn auch nicht schweben, während man ihn rollt, aber ich will euch das halt mal zeigen. Und allein beim Zeigen geht es schon ab und das ist sehr nervig. Die andere Seite, mal schauen, ist wahrscheinlich gerade nicht so schlimm wie die. Ja, die lässt sich ein bisschen besser drehen gerade. Und oh, hier geht's wieder los. Das müsst ihr sehen. Da. Das passiert nämlich ständig. Das ist so dieser Schwachpunkt dieses Panzers. Da. Ah, jetzt habe ich es verkackt. Ich hätte es nur ranklicken müssen, dann hätte es geklappt. Jetzt muss ich wieder voll das hier zusammenfriemeln. Okay. Es geht wirklich ständig ab. Ich versuche mal, vielleicht kaufe ich mir genau die Größe der Ketten nochmal von einem guten Hersteller oder so. Weil die sind so nervig, das geht gar nicht. Also, okay, jetzt halten wir es mal so halbwegs, dass sich hier was bewegt. Also es funktioniert schon und es dreht sich auch viel mit, aber die Ketten sind scheiße. Also ganz einfach, ist so. Und wenn er jetzt hier so steht, dann kann man ihn rollen, wenn man die Kette am Boden festhält, weil so rollt er nur über den Tisch, ist klar. Ist zu glatt. Aber es sieht schön aus, wenn er rollt. Das sieht wirklich cool aus. Sofern ihr das sehen könnt. Ich kann mal hier versuchen, den so ein bisschen zu schieben. Dann seht ihr mal von vorne, wie das... Ja, genau. Also es hat schon was. Es ist schon geil. Aber die Ketten sind leider die Ketten. Da mache ich gar nichts. Ja, der ist sehr schwer zu rollen. Vielleicht mit besseren Ketten. Aber das ist ja auch egal, weil für Stop Motion wird es was taugen, weil ich kann dann immer so Step by Step, wenn ich das hier so festhalte, dann kann ich ihn immer so ein Stück rollen. Dann wird das schon gehen. Step by Step für Stop Motion wird kein Problem. Aber definitiv kein Spielmodell. Also, das ist nichts, was man sich irgendwie ins Kinderzimmer stellt. Das ist wirklich was, was man sich hinstellt, anschaut, bewundert, vielleicht mit ein paar Figuren bestückt, in einen Mock stellt, weil das hat wirklich die richtige Größe. Schaut euch mal an. Hier so eine Figur daneben. Das hat eine sehr, sehr schöne Größe für einen Tiger. Das sieht für mich sehr authentisch aus. Das müsste so um die... Also der Maßstab müsste so 1 zu 45 circa sein. Upsala. Nur mal so, dass ihr die Größenverhältnisse irgendwie seht. Sieht für mich sehr realistisch aus. Auch wenn ich jetzt hier so den Kommandanten zwar eigentlich jetzt in den Ladeschützenplatz stelle, aber egal. Der passt da trotzdem irgendwie hin. Es sieht halt einfach gut aus vom Größenverhältnis. Würde ich sagen. Was meint ihr? Ist das ein guter Maßstab? Ich finde, es ist top. Ich finde, es ist ein super Maßstab. Weshalb dieser Panzer jetzt auch in meinem nächsten Film die Hauptrolle sein wird. Ich werde einen Tigerfilm machen. Einen Tiger-Stop-Motion-Film. Und dann wird das hier die Hauptrolle. Das wird der Hammer sein, glaube ich. Naja, mal schauen. Dann brauche ich natürlich noch Shermans im gleichen Maßstab. Aber die stelle ich euch auch noch vor. Die kommen noch. Ja. Und war es das erstmal für heute mit diesem schönen Tiger 1. Komm, ich will noch ein schöneres Schlussbild haben. Ich glaube, so ist noch netter. Ja, das ist ein schönes Schlussbild. Ja, mit diesem Tiger 1 war es das jetzt. Und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal, wenn ich wieder ein neues Mock vorstelle oder sonstige Sets von diversen Herstellern. Wir werden sehen. Also... Macht euch noch eine angenehme Zeit und